Wir haben Montag, den 24.04.2017, es ist 13.38 Uhr und mein YouTube-Kanal BanaTV hat 509 Abonnenten und 80.800 Klicks, liebe Leute, ja. Es ist ein wunderbarer Tag, kann ich euch sagen, ja, ich bin dabei, ich habe euch gesagt, es wird wieder abgenommen und diesmal mit Training, ja, ich habe trainiert heute Morgen, ich bin aufgewacht, habe direkt Brust trainiert, bam, 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 und ich sag euch, man fühlt sich einfach nur besser, wenn man trainiert, ich fühle mich richtig so, boah, Terminator, ja, ja, ihr lacht, ja, wir sehen uns in einem Monat wieder, ja, wie das da mit dem Training aussieht, ja, es ist eine wunderbare Sache, sage ich euch, ihr solltet das auch machen, der Sommer kommt, verdammte Scheiße, ja, und, habe ich mir meinen Ernährungsplan-Essen gemacht, ja, ihr seht, jeden Tag alles, was ich esse, ja, das fotografiere ich wie so ein Instagram-Bitch, ja, und poste das, ihr könnt das alles sehen auf BanaTV Instagram, ja, könnt ihr ruhig abchecken, ja. Nichtsdestotrotz war ich dann unten, habe mir das Essen gemacht, auf einmal klingelt es an der Tür, ja. Okay, mache ich die Tür auf, da steht da eine Nachbarin, die wohnt 200 Häuser weiter und die sagt einfach, ist das ihr Hund? Ich sag so, ja. Ja, ich habe ihn draußen gefunden. Ich sag so, wie draußen gefunden? Was? Ja, der lief da draußen rum und ich habe ihn schon ein paar Minuten beobachtet. Ich habe geguckt, da ist niemand von euch so. Der lief da einfach so über die Straßen, hat sein Revier da verteidigt, markiert, was auch immer. Sag ich so, Alter, was ist passiert? Ich so, ja, danke, vielen Dank, dies, das, okay, Tür zu, ja. Alter, meine Mutter hat irgendwas gemacht vorhin, ja, hat die Tür offen gelassen, der ist einfach rausgegangen, der hat es nicht gemerkt, ja, der war eine halbe Stunde alleine draußen und dachte, scheiße, hat er Party gemacht, ja, und dann einfach so, kommt er zurück, bringt ihn zurück, ich denke, Alter, ey, ich bin schon ausgerastet, Alter, Frauentechnik, ja, können nicht meine Tür zumachen, ja, wirklich, was ist das, ja, verdammte Scheiße, ja, Gott sei Dank, ist alles gut gegangen, ja, wurde er mir heil und gesund wiedergebracht, hat er wahrscheinlich Spaß seines Lebens gehabt, ich weiß nicht, wie viele Frauen, Weibchen jetzt Kinder erwarten wegen ihm, aber gut, ja, ich habe nichts damit zu tun, ja. Nichtsdestotrotz, ja, wir haben jetzt um die Mittagszeit und liebe Leute, ihr wisst es vielleicht, ich habe das ja schon mal, es ging ja schon mal darum, ja, ich hatte meine Abschlussprüfung in der Uni, ja, die erste, die bin ich ja ein bisschen locker angegangen, ja, radikal verkackt als einziger, ja, beste Abschlussproduktion und schlechteste Abschlussprüfung habe ich da abgeliefert, ja, und jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich sie nachmachen muss, diese Woche ist mein Nachholtermin. Ich muss, diesmal habe ich gesagt, gut, ja, werde ich ja so ein bisschen mehr tun, als es eigentlich in meiner Natur liegt, ja, ich bin faul wie nichts anderes, ja. Aber gut, ich werde jetzt üben und lernen müssen, deswegen gehe ich jetzt freiwillig, ja, wie irgendwie ein Streberidiot, ja, gehe ich gleich in die Uni, werde mich da hinsetzen vor so einem teuren Computer und einfach diese ganzen Computerprogramme da, Maya, After Effects und was weiß ich, was da alles auf mich zukommt, lernen einfach, ja, ich werde da irgendwelche Leute holen, erklär mir das gefälligst, verdammte Scheiße, ich weiß gar nichts hier, ja, die Armen, die tun mir jetzt schon leid. Und so wird meine Woche jetzt aussehen, ja. Normalerweise wäre mein Prüfungstermin jetzt am Mittwoch, allerdings fällt der gleichzeitig mit dem Unterricht, den ich am Mittwoch habe, und das geht nicht. Ich werde jetzt sagen, hier, pass mal auf, ich habe Unterricht, das geht nicht, ja, verschiebt es, ja, ein bisschen nach hinten kann ich ein bisschen lernen, ja. Deswegen, die ganze Woche wird jetzt bis mir sehr, sehr stressig. Ich habe eine Million andere Sachen zu tun, ja. Boah, ihr wisst gar nicht, was bei mir für Projekte anstehen. Ich hab da was sehr, sehr Schönes in der Zukunft, ja. Es hat weniger mit YouTube zu tun, ja, aber es ist dennoch eine sehr große und krasse Sache, ja. Ich muss da, es läuft eigentlich, ja, aber das erfordert sehr viel Zeit und Arbeit, ja. YouTube, Arbeit hin und her. Ich habe jetzt heute wieder einen geilen Auftrag bekommen von einem Kunden. So image-mäßig für sein Unternehmen. Alles eine geile Sache, ja. Aber ich wollte euch jetzt nur darauf hinweisen, ja, dass ich diese Woche die gehört. Ja, man muss, liebe Kinder, ja, so ist das ja, wenn man. Solltet ihr schon anfangen nach Schule. Lernen, das ist das Wichtigste, ja. Ich werde jetzt diese Woche jeden Tag freiwillig in die Uni gehen, oh Gott, allein. Und ich werde mich da einfach hinsetzen und lernen, ja. Verdammte Scheiße, es muss sein, ja. Ich muss dieses Dings bestehen, habe ich den Großteil meines Studiums hinter mir, ja. Und ich wollte euch nur darauf hinweisen, es ist jetzt gerade voll hier krass, BanaTV explodieren, bei uns geht so, ja, jeden Tag kriege ich hier Nachrichten, Kommentare, YouTube-Privatnachrichten, Facebook-Nachrichten, Instagram-Nachrichten, so geht ab, ja. Ich versuche auch alles, wie gesagt, immer, soweit es mir möglich ist, zeitlich zu beantworten und sowas, aber seid gewarnt, ja, die nächste Zeit, ja, muss ich mich leider auf die Scheiße konzentrieren, ein Mann muss tun, was er tun muss, ja, verdammte Kacke, ja.
zeitmäßig, ja, ein bisschen kritisch jetzt. Also jetzt nicht sauer sein oder eingeschnappt, auch heute nicht rum, verdammte Scheiße, also wie kleine Pussys, ja, wenn mal jetzt keine Antwort von mir kommt, ich muss jetzt das da machen, ja. Videos versuche ich irgendwie noch rauszubringen, auf jeden Fall. Morgen Eintracht, ja, morgen wird das Ticket nach Europa gelöst, ja, Gladbach wird zerstört morgen, ja, liebe Leute, ja. Videos, ich versuche, dass Videos kommen, ja. Aber falls ihr jetzt irgendwie euch langweilig ist und ihr auf die Idee kommt, ey, komm, schreib ihm einfach die ganze Zeit, er wird schon antworten, ja, nein. Ja, jetzt ein bisschen weniger Antworten, ja. Sobald dieses Dings erledigt ist, ja, dann sind wir alle wieder Friede, Freude, Eierkuchen und schreiben wie kleine Bitches, ja. Machen wir gerne, ja, kein Problem. Aber jetzt ein bisschen kritisch. Ich wollte dich nur mal informieren, ja. Ich mache jetzt das, dann mache ich das Bernhard TV Bundesliga-Tippspiel Zwischenrunde, Ergebnisvideo und dann gehe ich Uni lernen, ja, verdammte Kacke, ja. Heute Abend, wenn ich um 10 Uhr nach Hause komme, ja, oh Allah, was ein Tag ich haben werde, verdammte Kacke, ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich die Videos morgen und so langsam machen wir, ja, Bahnhof TV geht so und noch weiter gehen und weiter und durch die Decke und durch die Atmosphäre zum Mond, ja, so geht es bei uns, ja. So, ich wollte schon mal informieren, ja, verdammte Scheiße, meinem Hund geht's gut, ja, ich muss jetzt lernen, mir geht's scheiße, aber gut, wird, aber Training, boah, Training, Muskeln, boah, super, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe auch mein Zimmer. Ich hatte hier so einen Crosstrainer rumstehen, ja, ich hatte am Wochenende Besuch, zwei Kollegen, die haben den Crosstrainer runtergetragen, weggetragen, ja, ich benutze eh keinen Crosstrainer, das ist für Frauen, ja, das ist eigentlich eine geile Sache, aber ich bin viel zu faul, mich zu bewegen, ja, ich habe jetzt ich habe endlich wieder Platz hier in meinem Zimmer, ich habe die Drückbank, für Heroin, ja, die Hantelbank habe ich hier beiseite, jetzt, oh, guck mal, ich habe hier Platz und so, jetzt auf einmal, ja, ich muss ja nicht mal wie Jump'n'Run mich hier reinquälen in mein Reich hier, in mein Domizil, ja, ich kann jetzt einfach, ich habe Platz, liebe Leute, das ist geil, ja, es fühlt sich viel freier an, ich kann hier atmen, ja, Shisha ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber ist alles gut, liebe Leute, ja, macht euch mal nicht ein Zemt, ja, es geht ja weiter wie bisher, aber diese Woche werde ich nichts beantworten, ja, so, also, ich versuche es, ja, ich bin viel zu nett für euch Idioten da draußen, ja, also, jetzt in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, haut rein, ciao, bla bla.